Buchansam. Then we have Pema Kesa Dongbola. Wir hatten also Hum Ölgien Yulgi Nukchansam und dann die zweite mit Pema Kesa Dongbola. And this relates to being born in a lotus. Das bezieht sich auf die Geburt in einem Lotus. Now we have a really interesting reversal that occurs here. Und hier treffen wir auf eine sehr interessante Umkehrung. Because the outer meaning is a mystical meaning. Weil die äußere Bedeutung eine mystische Bedeutung ist. And the inner meaning is a quotidian meaning. Und die innere Bedeutung ist eine alltägliche Bedeutung. So we have this child who is born at the age of 8 from a lotus. Wir haben also dieses Kind, das im Alter von 8 Jahren aus einem Lotus geboren wird. I'm not sure how it is now, but in Indian culture, the age of 8 is interesting, or thereabouts, because you are not yet an adult, but you're no longer entirely a child. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber in Indien zu der Zeit wurde das so gesehen, dass ein achtjähriges Kind eben noch nicht ganz erwachsen ist, aber auch nicht mehr ganz ein Kind ist. I think the equivalent in our culture now is about 30. Ich glaube, heutzutage in unserer Kultur erreichen wir diesen Punkt im Alter von ungefähr 30 Jahren. Ich mache keinen Witz. And this is no joke. If you look at European history, you look at the wars in the 1800s and before, and there were 8-year-olds who were powder monkeys on ships. Wenn ihr euch also die Geschichte, die europäische Geschichte auch anschaut und zurückgeht ins 18. Jahrhundert oder früher in die ganzen Kriege hinein, dann gab es da Kinder, die waren Schiffsjungen auf den großen Schlachtschiffen. And they'd be running around carrying sacks of gunpowder to the guns. Und die sind rumgerannt mit großen Säcken voller Schießpulver für die Gewehre. And this went on into the 1900s too. They got a bit older then, but there were still 12-year-old drummer boys. Und es ging dann auch noch weiter in den 19. Jahrhundert und danach. Dann gab es auch die Trommeljungen in den Heeren. Who just had to march there, playing this drum, getting shot at, you know. Die mussten einfach marschieren, trommeln und wurden dann niedergeschossen. So, I think you have to look at 8 years old as actually being older than it is on today's standards. Man muss ja also dieses Bild eines Achtjährigen anders betrachten, als man das mit unseren heutigen Augen tun würde. So you have somebody who could be more or less independent. Man hat also jemanden, der mehr oder weniger unabhängig sein könnte. But they're still fresh. Aber auch immer noch frisch ist. They can still experience amazement of the world. Die können immer noch Verwunderung empfinden in Bezug auf die Welt. Old enough to be independent and not old enough to be jaded. Alt genug, um unabhängig zu sein, aber nicht so alt, um schon verbraucht, verblasst zu sein. They're quite good, but we have that with a 30 years old still. Maybe it's not even as good as that. No. So, the situation that you have here is that also the whole of life is open. It can go anywhere. Die Situation, die wir hier sehen, ist eine, in der das ganze Leben offen steht. Es kann sich in jede mögliche Richtung entwickeln. Now the idea of the lotus is an important symbol in Vajrayana. Die Vorstellung vom Lotus ist ein sehr wichtiges Symbol im Vajrayana. Because the lotus grows in slime. Weil der Lotus im Schleim wächst. It comes up out of this swamp, this
bog, this marsh, this mire, or whatever it is, and it opens and it's perfect. Der wächst also aus diesem Sumpf, aus diesem Schlamm, aus diesem Schlatz, was auch immer es ist, öffnet sich und ist perfekt. So this is a symbol of the beginningless non-dual state. Das ist ein Symbol für den anfangslosen, nicht dualen Zustand. So that whatever the bog looks like, wie auch immer der Sumpf ausschaut, whether the bog looks like me or the bog looks like you, the lotus is the same. Egal ob der so aussieht wie ich oder so aussieht wie ihr, der Lotus ist derselbe. So this is really important because it actually elevates the bog. Das ist jetzt sehr wichtig, weil es den Schlamm emporhebt. Because without it there'd be no lotus. Weil ohne ihn könnte es keinen Lotus geben. So the two are dependent. Die zwei hängen voneinander ab. So this is an extremely important thing within Vajrayana, that whatever our neuroses are, they are also the cause of our realization. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke im Vajrayana. Egal wie unsere Neurosen beschaffen sind, sie sind auch der Urgrund unserer Realisation. So this is part of the meaning of lotus. We also have this word vajra or doji. Das ist jetzt Teil der Bedeutung von Lotus. Wir haben auch das Wort vajra oder doji. And these are a pair. Die zwei sind ein Paar. So when we have a bell and a vajra. Wenn wir eine Glocke und einen vajra haben. We have this pairing here. Again, these are the same as the lotus. Well, this is obviously the vajra, but then this is the lotus. Auch hier haben wir dann wieder diese Paarung. Und das eine ist der Lotus und das andere ist der Dorje. And this is male and this is female. Dorje ist männlich und Lotus ist weiblich. So the meaning of lotus then is the female genitalia. Die Bedeutung von Lotus ist hier oder der bezeichnet hier die weiblichen Genitalien. And the vajra is male genitalia also. Yes. Vajra ist ein Symbol für die männlichen Genitalien. So when we say that Padmasambhava is lotus born, we just mean he was born like anyone else. Wenn wir also sagen, dass Padmasambhava aus einem Lotus geboren ist, sagen wir damit auch, er ist in gleicher Weise geboren wie alle anderen auch. But it's fascinating that this is the secret meaning. Jetzt ist es aber faszinierend, dass das die geheime Bedeutung ist. The secret meaning is the ordinary meaning. Die geheime Bedeutung ist die gewöhnliche Bedeutung. And the outer meaning is the mystical meaning. Und die äußere Bedeutung ist die mystische Bedeutung. Now, the interesting quality of this is that we tend to take our world for granted. Die interessante Qualität hier ist jetzt, dass wir unsere Welt immer als gegeben hinnehmen. For example, if you woke up tomorrow and the sky was green, emerald green. Sagen wir, ihr würdet jetzt morgen früh aufwachen und der Himmel wäre grün. Und zwar smaragdgrün. Everybody would be out there saying, look, the sky is green. Isn't that amazing? The sky is green. Dann wäre jeder ganz aufgeregt und würde sagen, schau dir mal, der Himmel ist grün. Ist das nicht unglaublich? But the sky is blue. Aber der Himmel ist blau. That's just as exciting. Das ist genauso aufregend. So, this is really quite important. If you understand what that means, that whatever you see is what you see. If you simply swap the color and that's what's amazing, that's a little bit stupid.
Wenn ihr einmal so drüber nachdenkt, dann wird klar, dass die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, oft ein bisschen dumm ist. Einfach nur, weil sich eine Farbe ändert, ist irgendwas plötzlich vollkommen ungewöhnlich oder unverständlich. Whatever color the sky is just as amazing as any other color. Egal welche Farbe der Himmel hat, diese Farbe ist genauso aufregend wie jede andere. And so we have this symbol of being lotus born. Wir haben also dieses Symbol des Lotusgeborenseins. That is converted into a mystical meaning in order that when you understand the secret meaning is the ordinary meaning, then you suddenly see the sky as green. Dass also indem wir es zuerst in ein mystisches Symbol verwandeln, dazu führt, dass wir dann, wenn wir auf der geheimen Ebene die gewöhnliche Bedeutung erkennen, plötzlich sehen, dass der Himmel grün ist. Or blue, whichever. Oder blau, was auch immer. So, this is Femme Chiesa d'Angola.